Und damit gehen wir wieder rein in dieses Viertelfinale der UEFA Europa League. Wollen wir mal hoffen, dass es jetzt richtig interessant wird. Da haben sie den Ball. Gut gemacht. Der Rückpass jetzt zum Torhüter. Gute Aktion. Juri. Miquel San José. Er spielt den Pass auf den Flügel. Lemina. Gute Pässe davon, Bilbao. Er schirmt den Ball ab. Sie verlieren den Ball. Jetzt haben sie den Ball. Können sie jetzt einen Angriff einleiten? Klasse Vorstoß, da müssen sie aufpassen. Flanke bleibt hier also ergebnislos. Gieselmann. Felix Klaus. Tolles Kurzpassspiel jetzt. Der große Offensivdrang fehlt aktuell so ein wenig. Aber klar, sie führen. Guter Ball nach draußen. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Bryce Mendes. Sie bekommen den Einwurf. Dani Garcia. Miquel San José. Erstmal geklärt. Leonardo Bittencourt. Gieselmann. Waldemar Anton. Korb. Gieselmann. Und damit sind sie am Ball. Ein guter Abschlag, was können wir jetzt draus machen? Wahnsinn, er hält ihn. Ball draußen, gibt Ecke. Ecke kommt. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Verteidigt erstmal den Ballbesitz. Geht mit Einwurf weiter. Und hier sehen wir das nächste Bundesligaspiel der Heimmannschaft. Waldemar Anton. Korb. Mike Franz. Macht er gut. Er bringt den Ball jetzt nach vorne. Hereingabe jetzt. Abwehrversuch scheitert. Szene geht weiter. Mustergültig, wie er da den Ball abschirmt. Muniain am Ball. Jerei. Lemina. Und das ist der Ballverlust. Leonardo Bittencourt. Niklas Füllkrug. Jetzt könnte er die Flanke reinschlagen. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust.
Rani Khedira. Waldemar Anton. Gieselmann. Leonardo Bittencourt. Tolles Zuspiel. Es geht manchmal um Zehntelsekunden. Hier war zu früh dran und deswegen steht er im Abseits. Bei Bilbao wird es nun einen Wechsel geben. Ja, schauen wir mal, ob das jetzt auch den erhofften Erfolg haben wird. De Marcos. Miquel San José. Leonardo Bittencourt. Korb. Und jetzt gehen sie über die Flügel. Korb. Jetzt ist es gefährlich. Gut und fair das Tackling. Ah, klasse geklärt. Waldemar Anton. Korb. Mike Franz. Füllkrug. Rani Khedira. Gieselmann. Die Pässe jetzt. Der Ball läuft gut. Sie verfallen nicht in Hektik. Warten auf die Lücke. Warten auf die Chance. Das gibt Einwurf. Ball ist draußen. Da tut sich was an der Seitenlinie. Wechsel bei Hannover 96. Und ich bin mal gespannt, welche Auswirkungen diese Umstellung auf ihr Spiel hat. Felix Klaus. Waldemar Anton. Jetzt das Anspiel aus dem Flügel. Klasse Einsatz, faires Tackling. Ballverlust. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Das Zuspiel draußen auf dem Flügel. Gieselmann. Rani Khedira. Korb. Er geht dazwischen und verhindert die Flanke. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Campagna. Williams, Lemina. Wird das eine Torchance? Ruhiger Spielaufbau, das sieht gut aus. Verteidigt er den Ballbesitz. Campagna, De Marcos. Und da ist der Ball wieder weg. Rückpass zum Torwart. Robin Koch. Die Gäste werden wechseln. Felix Klaus. Das sieht so einfach aus, was sie hier machen. Aber dieser Ballbesitz-Fußball ist das Ergebnis von hartem Training. Die Chance auf den Konter.
Nee, da waren sie nicht schnell genug. Konter ist erstmal zu Ende. Alle wieder hinten. Jetzt der Vorstoß. Stark gearbeitet hier. Robin Koch. Immer wieder diese kurzen, diese schnellen Pässe. Hier, Ball läuft exzellent. Der Gegner ohne jede Chance ranzukommen. Sieht gefährlich aus. Niklas Füllkrug. Gute Aktion. Flanke geht rüber an den langen Pfosten. Ja, das war nix. Also ein Volley ist auch immer ein großes Risiko. Da muss schon alles stimmen. Das war hier nicht der Fall. Bei Bilbao wird es nun einen Wechsel geben. Warten wir mal ab, wie sich diese Umstellung dann im Spiel auswirkt. De Marcos. Franco. Leonardo Bittencourt. Waldemar Anton. Rani Khedira. Korb. Robin Koch. Jetzt der Ballverlust. Campagna. Wird's jetzt gefährlich? Miquel San José. Klasse Aktion, Ball ist weg. De Marcos. Ja, da ist Platz jetzt. José! Der ist drin! So, und wenn sie jetzt noch eins machen, dann haben wir hier die Verlängerung. Wenn wir das Hinspielresultat mit einrechnen, liegen sie zurück, Puschi. Aber vielleicht geht ja hier noch was. Sie haben noch Zeit. Hier nochmal dieser Treffer. Da tut sich was an der Seitenlinie. Wechsel bei Hannover 96. Ja, soll noch mal ein neuer Impuls von der Bank kommen. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Khedira. Felix Klaus. Korb. Der Ball ist draußen, wird Einwurf geben. Robin Koch. Gefährlich! Das gibt Elfmeter. Noch eine schlechte Nachricht für die Mannschaft. Ja, dabei liegen sie ja schon hinten und jetzt könnte das Ganze noch schlimmer werden. Er gibt den Elfer und nur gelb. Ja, ich glaube, das geht in Ordnung. Da zeigt der Schiedsrichter Fingerspitzengefühl. Der Strafstoß ist drin. Den Elfer hat er ganz cool verwandelt. Er hält dem enormen Druck stand und macht das Ding. Ja, er kann natürlich zufrieden sein mit dem, was seine Mannschaft hier heute zeigt. Deutliche Führung, genau so hat er sich das erhofft. Auf geht's, auf geht's, auf geht's, auf geht's.
Da tut sich was an der Seitenlinie. Wechsel bei Hannover 96. Ja, und es wird natürlich jetzt interessant zu sehen sein, wie gut der neue Mann mit dieser Rolle zurechtkommt. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1. Campagna. Jerei. Munir Ines. Ja, mit viel Übersicht. Weiter diese Szene. Immer noch Gefahr. Robin Koch. Khedira. Waldemar Anton. Die spielen den Ball zurück zum Keeper. Füllkrug. Da holt er auch den Torhüter ins Spiel. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Ne, jetzt ist der Ball doch weg. Miquel San José. Campagna. Lemina. Weg ist der Ball. Hier regnet es mittlerweile richtig ordentlich, Buschi. Ja, und da können wir wirklich froh sein, dass die Rasenanlagen heutzutage so modern sind. Sonst wäre hier an Spielen überhaupt nicht mehr zu denken. Es gibt Einwurf nach diesem guten Zweikampf. Ball im Aus. Füllkrug. Da kann er ihn stoppen. Guter Vorstoß da jetzt. Jetzt gibt's einen Einwurf. Jetzt gibt's hier die Ecke. Ecke kommt in die Mitte. Geklärt ins Tor aus, gibt Ecke. Die Ecke kommt rein. Lässt sich den Ball nicht abnehmen. Ich glaube, für diese Aktion sieht er gelb. Und für dieses Foulspiel wird er verwarnt. Okay, die gelbe kann man geben. Das war natürlich mit viel Risiko, mit zu viel Risiko. Da gibt es kein Vertun, der Schiedsrichter liegt richtig mit seiner Einschätzung. Der aktuelle Spielstand lautet hier also 1:1 und wir schauen mal, mit wem sie es als nächstes zu tun bekommen.
Der kommende Gegner der Hannoveraner, er heißt Borussia Dortmund. Und von der Einstellung her müssen sie da dann wieder so auftreten. Das war heute in Ordnung. Spielt er den Ball in den Strafraum? Fängt diese Flanke ab. Jetzt können sie gleich den Ball einwerfen. Rani Khedira. Robin Koch. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Da holt er den Ball zurück. Gieselmann. Ja, setzt gut den Körper ein. Und da ist der Ball wieder weg. Zuspiel landet, Emaus gibt Einwurf. Füllkrug. Kann er weit einwerfen? Wenn ja, dann könnte es gefährlich werden. Waldemar Anton. Den Ball spielt er raus. Aus dieser Hereingabe. Das ist riskant. Er ist bereits verwarnt und spielt hier faul. Da steigt er wieder zu hart ein. Der Schiedsrichter hat keine andere Wahl. Nein, da muss er erneut gelb zeigen. Es ist die zweite und damit geht er vom Feld. So, er wird den Ball reinbringen und was kann daraus entstehen? Waldemar Anton. Felix Klaus. Kann er was draus machen? So langsam wird es gefährlich. Der geht nicht rein, jetzt vielleicht. Jetzt können sie den Ball reinbringen. Das ist noch gefährlich. Und das gibt schon wieder Ecke. Ecke. Da ist die Flanke. Die Flanke hat er. Jetzt die Chance. Er kommt an den Ball per Hechtsprung. Klasse gemacht. Da hat er gar nichts anbrennen lassen. Und das macht ihn als Keeper so stark, dass er solche Szenen liest. Schöner Schuss aus der zweiten Reihe, aber der Torwart ist zur Stelle und pariert diesen Ball. Da hat der Keeper richtig gut aufgepasst und den Schuss entschärft. Ecke kommt in den 16er. Gute, konzentrierte Leistung, auch hier kann er klären. There will be a minimum of 5 minutes of added time.
Rani Khedira. Waldemar Anton. Ibai Gomez. Miquel San José. Jetzt könnte es gefährlich werden. Der Abwehrspieler steht richtig und fängt das Zuspiel ab. Das war wichtig. Waldemar Anton. Schöne Aktion. Felix Klaus. Sieht gefährlich aus. Hereingabe kommt lang. Abwehrversuch scheitert. Szene geht weiter. Den Ball holt er. Einwurf. Und das könnte gefährlich werden. Gefährlich. Das sieht durchaus vielversprechend aus. Der Reingabe kommt an den langen Pfosten. Nein, doch nicht. Die Flanke kam nicht so gut rein. Und wieder gibt's eine Ecke. Wird kurz ausgeführt. Wieder ein Eckball. Der Ball kommt rein. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Gut verteidigt. Die Hereingabe abgeblockt. Sie führen die Ecke kurz aus. Flanke an den kurzen Pfosten. Er kann abwehren, aber der Ball weiter im Spiel. Klasse vom Verteidiger. Der Schiri beendet dieses Rückspiel und damit haben sie es hier geschafft. Sie sind weiter. Ja, das ist ein schöner Erfolg. Wir sehen auch die Freude der Spieler. Aber das war ganz schön knapp, vielleicht sogar unnötig knapp. Man hat es letzten Endes versäumt, hier frühzeitig den Deckel drauf zu machen.